Servus und grüß Gott, hier ist wieder der Günther von City by Bike. Unsere heutige Tour führt uns vom Olympiapark über den Rüdpolpark, vorbei an der Münchner Freiheit, vorbei an der Herschau bis zum Amoester. Die 10 Kilometer fahren wir ungefähr in 40 Minuten, 45 Minuten sowas. Wie immer natürlich über verkehrsberuhigte Straßen, über Parkanlagen, über Radlwege natürlich. Also wie gehabt, für Familien sehr gut geeignet. Dann viel Spaß beim Nachfahren und würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Touren dabei seid und ihr vor allem den Kanal abonniert. Danke, servus. Los geht's an der U-Bahn-Haltestelle und Olympiazentrum. Das erste Highlight, das uns begegnet, ist die BMW-Welt. Hier könnten wir eigentlich gleich mal unser Auto abholen, wenn wir denn eins bestellt hätten. Haben wir aber. Deswegen fahren wir direkt drauf vorbei. Vor uns direkt der Olympiaturm. Eine fast 300 Meter. Kinos gibt's da im Olympiapark. Jetzt fahren wir in den Mittleren Ring. Hier gibt es zum einen einen tollen Blick aufs Olympia und auf den Mittleren Ring, wo es immer rumstängern. Highlight ist ohne Frage der Blick auf die BMW-Welt und auf den Vierzylinder. Schon toll gemacht. Jetzt fahren wir nur durch den Olympiapark. Über den See. Und jetzt sehen wir auch den Olympiaturm. Aber da biegen wir schon links ab. Hinter mir ist jetzt auch nochmal der Olympiaturm zum Sehen, das Stadion, die Olympiahalle. Da hat vor kurzem übrigens Metallica drin gespielt. Das war geil. Jetzt geht's dann raus aus dem Olympiapark. Und dann fahren wir geradeaus direkt zum Rüdpolpark, auch wieder über die Fahrradstraße. Der Rüdpolpark ist auch ein Naherholungsgebiet für die Münchner. Der Name geht zurück auf den Prinzregenten Luitpold, der 1911 90 Jahre alt geworden ist. Und zu dessen Ehren hat man den Park angelegt und 90 Linden gepflanzt. Der Berg im Luitpoldpark, genau wie der kleine Hügel auch im Olympiapark, geht zurück auf nach die Kriegsjahre. Da haben sie nämlich den ganzen Bauschutt, der da entstanden ist, haben sie da auf den Haufen geschmissen und haben jetzt einen großen kleinen Hügel draus gemacht. So, jetzt fahren wir am Lütperpark entlang Richtung Süden, auch wieder auf einer Fahrradstraße. Auch die Erich-Kästner-Straße ist eine Fahrradstraße. Erich Kästner biegen wir jetzt links ab in die Herzogstraße. Die Herzogstraße ist so die einzige, die jetzt nicht ganz so schön ist zum Fahren. Aber dafür gibt es tolle Lokale und zum Flanieren ist auch Zeit.
So, in München geht es halt ein bisschen wilder zu. So, Bremsen ist in München verboten. Rote Ampel wird gerade noch akzeptiert. Jetzt fahren wir direkt auf die Münchner Freiheit zu. Der Name Münchner Freiheit geht zurück auf Freiheitskämpfer nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, Freiheitsaktion Bayern genannt. So, an der Stelle überqueren wir die Leopoldstraße und fahren dann fast direkt in den Englischen Garten. Und vorher noch ein bisschen durch Schwabing. Fahren wir ein bisschen durch Schwabing, bevor es in den Englischen Garten reingeht. An der Liebergesellstraße geht es direkt dann in den Englischen Garten rein. Am kleinen Hesseloher See läuft man doch glatt eine fünfköpfige Familie über den Weg. Nachdem wir den kleinen Hesseloher See umfahren haben, kommen wir direkt am Seehaus vorbei. Seehaus ist eine Gaststätte, die eine gehobene Küche hat und einen schönen Biergarten, aber auch die Preise sind gehoben. Also insofern toll, aber halt, man muss ein bisschen dürfen in Taschen greifen. Jetzt fahren wir ein kurzes Stück aus dem Englischen Garten raus. Auf halber Strecke kommen wir vorbei an der Gastwirtschaft Hirschau. Tolle Wirtschaft, toller Biergarten, den lassen wir aber einfach stehen. Den brauchen wir erst später. Können wir beim Zurückfahren, machen wir auch mal was da vielleicht. Was auf jeden Fall hat, der Hirschau einen super guten Spielplatz. Also halt's auch die Kinder fest, weil sonst gehen die da nicht mehr weg. Deswegen bringen wir da gleich wieder rechts ab und fahren Richtung Norden zum Aumeister. Das sind jetzt noch 2,5 Kilometer zum Aumeister und da geht es eigentlich fast nur noch durch, nicht fast, da geht's eigentlich nur noch durch den Wald. Der Wald- und Auenmeister, wie er offiziell heißt, ist Heidewirtschaft und war damals eine Wirtschaft. Damals heißt Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der Aumeister, der hat sich nicht nur um die Rehe und den Wildbestand kümmert, sondern auch um die Großkopferten. Also sprich die Reichen, die aus der Stadt rauskommen und dann zum Jagen gängen. Heute ist es ein Biergarten und eben wie gesagt eine Wirtschaft, eine ziemlich große Wirtschaft, gut besucht.
Was gut ist, dass die 14 Millionen Übernachtungsgäste, die München so im Jahr hat, nicht alle zum Maumeister gängen. Andererseits ist es schade, weil dann sehen sie es nicht, wie schön es da ist. Wir haben jetzt vom Olympiapark über den Luitpoldpark, über Münchner Freiheit, den Englischen Garten noch durchfahren, vorbei an Hirschau, ein bisschen über 10 Kilometer zurückgelegt. Hier endet unsere City-Bike-Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal und setzt der Gefällt mir. Darf mich freuen. Bis zum nächsten Mal bei der Stadtteil-Tour. Servus und grüß Gott, der Günther von City-Bike.